Also ich denke, machen so. Gibt es Fragen? Fangen wir mit den Fragen an, kommen wir dann zu den Bemerkungen. Also, der Vortrag von dir finde ich sehr eindrücklich und sehr anschaulich auch. Es gibt auch viele Wissenschaftler, die versuchen, eben im Labor eigentlich lebende Zellen zu entwickeln. Könnte das sein, dass man das noch nicht erreicht hat heute, dass man eigentlich doch nicht so genau weiss, wie die Zusammensetzung von der Nussutter, wie du dargestellt hast, eigentlich aussieht, oder dass man auch noch nicht ganz genau weiss, wie die Umgebungsbedingungen und Gase, die halt rumgesehen sind, eigentlich gesehen sind. Vielleicht, wenn ich noch ergänzen darf, ich habe vor 2 Monaten einen Vortrag gehört vom Astrophysiker Ben Moore. Der hat auch gewisse Annahmen gemacht, wenn etwas aus seiner Sicht könnte realisiert sein. Und bei dem Punkt, bis wann werden im Labor lebende Zellen entwickelt werden können, hat er gesagt, das ist wahrscheinlich noch ein Zeitraum von 50 Jahren. Jetzt, mir würde die erste Frage, ist das, dass man es noch nicht erreicht hat, eben im Zusammenhang mit dieser Nussuppe oder was alles da drinnen ist und wie, also du hast zwar schon gesagt, komplexe Moleküle. Theoretisch könnte man sich auch vorstellen, dass es möglich sollte sein, einfache Moleküle oder so zu entwickeln, die dann da reinpassen würden in die Nussuppe. Oder, als ich recherchiert habe für den Vortrag, ich habe noch ein bisschen im Internet geschaut, habe ich einen Cartoon gefunden und der hat gesagt, ich kann es nicht mehr wörtlich, aber es ist darum gegangen, jetzt probieren die Leute im Labor chemisch Lebewesen herstellen und behaupten, wenn sie die Lebewesen können chemisch herstellen, künstlich, dann beweise ich das, dass es keinen Schöpfer gibt. Das ist eigentlich eine komische Idee, oder? Wenn Chemiker können Lebewesen herstellen, dann beweist das nicht, dass es keinen Schöpfer gibt, sondern vielleicht beweist das genau, es braucht eben einen Schöpfer, der weiss, wie es geht und der kann das zusammensetzen. Also es ist von dem her nicht unbedingt Beweis. Und dann ist immer die Frage, für mich sind es 2 verschiedene Sachen. Probieren wir Moleküle finden, die sich vervielfältigen, oder probieren wir herauszufinden, wie es abgelaufen und auf der Erde suchen, wo ist es. Wo sind die Situationen wie gewesen? Und man probiert natürlich beides. Man probiert sehr intensiv Moleküle zu finden, die sich selber vervielfältigen. Warum probiert man das intensiv? Wenn man so kann, ein Medikament in eine DNA oder etwas in ein Molekül produzieren, das sich dann selber vervielfältigt, dann kann man unter Umständen sehr billig Medikamente herstellen. Also das wird sicher sehr intensiv geforscht. Und mich würde nicht wundern, wenn es, eben die Frage, was heisst überhaupt Lebewesen, wenn es morgen in der Zeitung heissen, in Russland hat ein Lebewesen hergestellt, ist dann immer noch die Frage, nehmen wir jetzt das Lebewesen oder nicht? Also für mich sind die 50 Jahre so ein bisschen willkürlich. Aber ich bin nicht sehr detailliert in dem Gebiet, also ich weiß es nicht. Für die Lebewesen gibt es so bestimmte Kriterien. Es muss ein Stoffwechsel enthalten sein, es muss gespürt sein, ein Radar haben, es muss sich vervielfältigen und so weiter. Also, ja, nur, erstens sind die Kriterien immer ein bisschen vage, oder? Eben, vervielfältigen sich ein Kristall? Also nein, aber die DNA ist ein Kristall, also die wird als aperiodischer Kristall genannt. Und man hat auch lange. Das ist eine interessante Anekdote. Es ist eigentlich lange gesucht worden nach irgendeinem Kristall, wo sich komplementär vervielfältigt. Und Watson Crick, Watson beschreibt das sehr ausführlich in seinem Buch Doppelhelix, die haben gewusst, da gibt es gewisse Moleküle, die immer paarweise auftauchen. Und die haben noch lang geforscht und sind nicht auf die Idee gekommen, dass die Moleküle, die paarweise auftauchen, dass die zusammenhängen könnten. Und es ist mir ein Rätsel, warum die nicht spontan gedacht hätten, ja klar, das muss ja sein. Also ich würde meinen, der Schrödinger hätte das sofort gedacht. Wenn man dem Schrödinger sein Buch liest, dann ist klar, der hat immer überlegt, ja, wie muss es denn sein, damit es sich verdoppelt.
Und Watson Crick, die haben irgendwie gemerkt, es gibt ein paar weise Moleküle, und sie haben gewusst, dass die müssen irgendwie zusammen sein, und haben lang probiert, wie könnten die zusammen sein, aber sie sind nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ah, die zwei müssen immer zusammen sein. Ich weiß nicht warum. So, aber es ist, ich habe hier von der Frau abgeschweißt. Entschuldigung. Gut, bitte. Sind alle ein bisschen erschlagen? Ja, Ich habe noch eine Ergänzung zu seiner Frage. Was ich halt einfach vergessen, ist der Faktor Zeit, oder? Wenn du von 50 Jahren bist. Was ist das? Das ist null, oder? Was die Natur gegenüber einem Mensch hat, ist eine unmenge Zeit. Das, was du jetzt erklärt hast, das ist nicht in 50 oder in 100 Jahren, dann in die 1000 oder in 10.000 Jahren schon. Das ist ein riesiger Zeitfaktor, den haben wir schon gar nicht zur Verfügung. Und schon das beweist mir darüber, dass es nicht eine Schöpfung ist, sondern es hat so viel Zeit gebraucht, um eben die Naturgesetze von der anorganischen Chemie, der Biologie zu entstehen. Und das hat eben auch keinen Plan, sondern es ist einfach nach dieser Art entstanden. Weil was Biologie hat oder die Natur hat, ist eine Unmenge an Zeit. Und das haben wir Menschen nicht. Unsere Zeit ist relativ begrenzt. Dabei beobachten wir ja auch, wenn wir so zurückschauen auf die Zeitskala, dass die ersten Schritte von der extrem lang gebraucht haben. Und dann, wie du vorher gesagt hast, oder, wenn die RNA ist das D gewesen, gell? Wenn die mal da ist, dann geht es plötzlich ganz schnell und immer schneller. Und das siehst du ja auch bei der Entwicklung der Lebewesen. Oder? Das geht ja nicht linear, sondern das geht exponentiell. Wenn du die Zeitskala anschaust, wie viele Milliarden Jahre das die Welt ohne Lebewesen gewesen ist. Nachher die ersten, die haben sehr, sehr lang, die Proto-Zellen. Und dann plötzlich irgendwie ist es ganz schnell gegangen. Auch wenn der Moore macht das mit einer Uhr, wo er die Entwicklung der Welt auf 24 Stunden reduziert. Und der Mensch ist dann irgendwie, ich weiß nicht, also innerhalb der letzten, ich weiß nicht, was Sekunden, aber sicher. Oder letztens, das Leben ist wahrscheinlich irgendwie so, oder? Also jedenfalls ist die Seele sehr in einem komprimierten Zeitraum, sind wir dann überhaupt hier drin. Und alles andere hat sehr lang gebraucht. Und plötzlich, wenn mal die richtigen Sachen da sind, oder, dann geht es schnell. Das spricht natürlich für das, was du jetzt gesagt hast, Roman. Wobei, es gibt auch ein Argument von einem Chemiker, und ich bin nicht mehr sicher, wer es nicht mehr von diesem Detektiv, der das durchgeschrieben hat. Der hat gesagt, wenn eine chemische Reaktion, die läuft entweder schnell ab oder nicht. Warum? Weil, wenn sie nicht schnell abläuft, dann gibt es eine andere Reaktion, die abläuft, die dann die Teile wegschnappt. Und ich würde meinen, ich kann nicht sagen, beurteilen, ob das richtig ist oder falsch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schnell abgelaufen ist, aber dass es verschiedene Wege gibt. Und dass, wenn halt das eine nicht passiert wäre, dann wäre halt etwas anderes passiert. Und das ist eigentlich, was der Prigogine mir sagt. Wenn es das extreme Ungleichgewicht gibt, dann gibt es irgendeine ganz heiße Zone und eine ganz kalte Zone. Das heiße wäre die Sonne zum Beispiel, das kalte ist das Weltall. Und dann irgendetwas zwischen denen, wo es einen Haufen Moleküle hat, einen Haufen Atome hat, dann muss auf dem zwischen denen, da geht die ganze Energie durch, wird heiß aufgenommen, kalt abgegeben. Dort entstehen extrem komplizierte Sachen. Und ich habe das mehrmals gelesen, das gibt irgendeinen Grundsatz, ich weiß nicht, ist es Chaos-Theorie oder Systemtheorie oder was, ich habe den Prigogine probiert zu lesen und der ist unglaublich mühsam zum Lesen, ich habe ihn nicht fertig gebracht. Aber irgendwann in dem Buch steht das wahrscheinlich, warum das so ist. Ich habe es nicht nachvollziehen, aber es wird immer wieder erwähnt, dass etwas, dass in dieser Zwischenschicht etwas Kompliziertes muss entstehen. Und wenn es halt nicht die DNA gewesen wäre, dann wäre es halt etwas anderes gewesen. Ich habe das Gefühl, dass es könnte auch diese Lösung sein. Vielleicht, dass du das gesagt hast, ich bin mir in Erinnerung. Was war der Grund, diese Lennox-Affentate zu lesen? der Grund ist, du findest auf unserer Homepage den Artikel. Ich war mal eingeladen bei der Salzetta, diese christliche Schule in Winterthur. Und der eigentliche Anlass war unsere Plakataktion. Ja.
Und bei dieser Plakataktion haben Sie das offensichtlich in der Schule diskutiert und haben Sie mich eingeladen, das mit den Kindern zu diskutieren. Und eigentlich wäre es um Werte gegangen, jetzt blieb aber sehr schnell dann bei der Evolution hängen. Die Diskussion war dann sehr schnell. Darum, er ist jetzt auch da, der Stefan Gudler, der mich damals eingeladen hat. Und er hat mich dann, danach habe ich ihn nochmal eingeladen, haben wir nochmals diskutiert, lange diskutiert, haben wir dann dieses Buch von John Lennox geschenkt. Sonst würde ich so etwas eigentlich nicht lesen, weil ich kenne, also ich habe in meiner Jugend viele so ähnliche Literatur gelesen und ich empfand mich schon damals was sehr mühsam. Das heißt, normalerweise tue ich mir das nicht mehr an. Zumal ich gelernt habe, dass ich hier einfach keine Antworten finde auf meine Fragen. Aber nachdem er mir das geschenkt hat, habe ich das gerne nochmals angeschaut. Habe aber dann wirklich mich durchkämpfen müssen. Also die hinteren Kapitel habe ich nur noch diagonal lesen können, weil es kam immer wieder das Gleiche. Ich gebe das Buch übrigens ganz gern dir wieder. Und zwar, du hast jetzt gesagt, du hättest ein anderes Bild von John Lennox. Mich nimmt es wunder, wenn du das Buch angeschaut hast, ob du meine Einschätzung kannst bestätigen. Es mag sein, dass er außerhalb von dem Buch anders argumentiert. Er geht ja da gar nicht so auf die Details, die du gesagt hast. Aber ich finde die Argumentationsschienen da finde ich extrem mühsam. Das mag sein, das bestreite ich gar nicht. Ich denke nur, es ist schwierig, ihn wirklich solid zu widerlegen. Jetzt in so einem Kreis ist das relativ einfach. Es wäre jetzt noch spannend gewesen, zu hören, was der Lennox sagt. Ihr wärt euch sicher nicht einig gewesen. Weil du hast natürlich ein Haufen Argument gebracht, wo er ständig hört. Mit dem hat er keine Mühe. Und wie er dann das wörtlich gemacht hat, kann ich nicht beurteilen. Aber bei ein paar Sachen habe ich gedacht, ja, da würde er wahrscheinlich das sagen, da würde er das sagen. Aber das ist, es sind, wenn man mit ihm in die wissenschaftlichen Details geht, ja, könnte da nicht etwas Kompliziertes am Anfang sein. Das kannst du nicht widerlegen. Das ist extrem schwierig zu beweisen. Ich habe das bei meinem Buch probiert. Ich habe probiert, auf die feinen Argumente vom Lennox zu gehen. Aber der Grobfehler, der kommt eben wirklich, wahrscheinlich auch im Buch, am Schluss, dass er das verknüpft und sagt, es ist nicht etwas Abstraktes. Ja. Das ist wirklich meine erste Notiz, die ich da gemacht habe, oder? Mit der Definition von Gottesvorstellung aus dem Nichts, oder? Ja. Irgendwie plötzlich ist es in der Vorstellung in Gott da. Natürlich hätten die Gottesvorstellung hier aus dem Nichts, das habe ich mir jetzt so aufgeschrieben an der Randnotiz. Tatsächlich hätten sie natürlich aus einer christlichen Erziehung. Und er macht automatisch den Link, weil er gar kein zulässiger Link ist. Ja. Aber das gibt es schon auch Biologen. Es gibt auch Biologen, die das immer mal wieder sagen. Wir können nicht wissen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und dann müssen wir eigentlich immer nachfragen, ja, was meinen Sie denn mit Gott? Meinen Sie mit Gott, dass da die jungfräuliche Empfängnis ist? Meinen Sie mit Gott, dass ich nach meinem Leben mit dem Gott darüber diskutiere, was ich falsch gemacht habe? Meinen Sie, dass ich dann in die Hölle komme? Und ich bin überzeugt, all die Biologen würden dann sagen, nein, das meine ich natürlich nicht, ich bin ja ein Wissenschaftler. Die meinen das alles nicht. Aber wenn sie sagen, es könnte da ja ein Gott, wir können nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt, dann wird das auf der Straße so verstanden. Ja, die Bibel könnte vielleicht auch recht haben. Das meinen die Biologen alle nicht. Und trotzdem reden sie von Gott. Das ist natürlich der Grund, dass ich mich immer sehr gegen die Verwendung von dem Begriff Gott wehre. Warte mal, du bist vorhin. Ja, eben, du hast eine relativ vernichtende Beurteilung von diesem Buch von John Lennox. Ich bin froh, dass du, Philipp, das ein wenig relativiert hast. Aber ich denke auch, man sollte vielleicht auch ihn, der ihm das Buch geschenkt hat, vielleicht doch noch Gelegenheit geben, aus seiner Sicht zu sagen, wieso das Buch mitnehmen. Ja, also. Sehr froh, ja. Ja, einfach, ich habe es gelesen, ich habe es gut gefunden. Im Gegensatz zu dir, Papa nicht, dass ich alles wirklich verstanden habe. Es ist für nichts geschrieben wie mir und es ist ganz klar kein wissenschaftliches Buch. Wenn du das erwartet hast, ist es logisch ein bisschen enttäuscht, oder? Ich finde die Allegorien und die Beispiele, die er bringt, finde ich an sich schlüssig. Der Punkt, wo mir natürlich, und ich will da gerne am Schluss hier im letzten Bild anschließen, das ist sensationell, und sie reden, wenn ein Autofahrer meint, dass sie sind Flüger, oder? Das ist heikel. Da bin ich 100% mit Ihnen einverstanden. Also ich sitze im Auto, obwohl ich frisch bin. Also das schließt sich für mich überhaupt nicht aus. Und wenn man die Geschichte zurückschaut, also auch nicht.
Also Christen sind extrem gestört, oder? Manchmal gut, manchmal nicht gut, aber gestört, dann auf jeden Fall. Oder? Und zum Beispiel die empirische Methode, dass man die Sachen muss untersuchen muss, die haben ja Mönche erfunden. Die haben offensichtlich keinen Widerspruch gesehen in dem. Du hast schon gesagt, ja, das sind alle Mönche, gläubig sind schon, nicht alle Mönche, also sind ja überzeugte Leute, oder? Und die haben die empirische Methode entwickelt. Und die haben offensichtlich kein Problem gehabt, die haben geglaubt und die empirische Methode entwickelt. Die haben keinen Widerspruch gesehen. Und wenn ich als Gläubige jetzt so da bin, dann ist, ich nehme jetzt den Titel oder Evolution braucht keinen Gott, sage ich, mein Glaube braucht keine Wissenschaft. Sondern Wissenschaft, glaube ich, auch zum Wissen, zum Verstehen, ich bin überhaupt nicht gegen Wissenschaft, oder überhaupt nicht. Ich tue meine Schüler wissen auch viele Sachen, die muss ich ja unterrichten, dann im Lehrplan, alles, das ist auch keine Frage. Aber ich überlege mir dann, ist mein Glaube auch, sagen wir mal so, gibt es in der Wissenschaft Hinweise, wo mindestens dass es zulässig ist, dann zu glauben, was ich glaube. Und ich finde, die Hinweise gibt es doch einige. Oder? Und wenn man jetzt, also ein prominentes Beispiel ist ein atheistischer Philosoph, Anthony Flew. Der hat lange so den philosophischen Atheismus vertreten, und das ist so ein pointierter Vertreter gewesen, hat die Fakten angeschaut, die John Lennox aufführt, und ist jetzt aber zum Schluss war das die überzeugendste Erklärung für all die Sachen, die er aufgezählt hat, ist, dass es eben Gott gibt. Und also ich finde, es ist zumindest möglich. Also die Wissenschaft lässt möglich den Schluss zu, dass es Gott gibt. Und da langt für mich jetzt, oder? Zum Beispiel, ich brauche keinen Beweis für Gott. Du brauchst einen Beweis für ein Wunder, oder ich bräuchte jetzt vielleicht für andere Sachen einen Beweis. Der Unterschied ist ein grundsätzlicher Ansatz. Oder ich habe mir abgewöhnt, irgendetwas zu glauben. Das heisst, klar, man trifft irgendwelche Annahmen. Nein, ich sage dir doch ein Beispiel. Wo du glaubst. Man muss immer aufmachen. Das Wort Glauben ist genauso wie Gott natürlich ein sehr schwieriges Wort, weil Glauben hat zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen, die nichts miteinander zu tun haben. Okay. Glauben im einen ist im alltäglichen Gebrauch, ich glaube, es kommt gutes Wetter morgen, ich glaube, es kommt schon gut. Das ist vermuten. Das ist nichts anderes als vermuten. Und das andere ist Glauben im religiösen Sinn. Also wenn ich sage, ich glaube nicht, dann meine ich den religiösen Sinn. Noch zwei Sachen, du hast vorhin gesagt, wegen der Mönche im Mittelalter. Ja. Aber das ist ja eigentlich klar. Also erstens einmal, geforscht und auch wenn die Dänen geforscht haben, schon die Griechen vor diesen Mönchen. Also die Mönche haben das nicht erfunden. Sie haben es allenfalls wiederentdeckt oder nacherfunden. Und das andere ist, du musst natürlich auch sehen, im Mittelalter. Oder? So Sachen, wenn man nicht mehr die Beispiele, es kommt immer so auf, also Beispiel beim Lennox. Aber das bedeutet überhaupt nichts, weil im Mittelalter sind einfach alle Leute, die können lesen und schreiben, sind Mönche gewesen, die anderen Leute haben gar nicht können lesen und schreiben. Also wenn du halbwegs gebildete Leute hast wollen haben, dann sind das immer Mönche gewesen, nie etwas anderes. Aber das heisst, dass man trotz Glauben kann wissenschaftliche Sachen erfinden kann. Das hat sich aber nicht über die Religion widersprechen, sonst sind es relativ lebensgefährlich. Ja, und die Wissenschaft ist sehr stark zensuriert. Die Wissenschaft hat sich natürlich sehr viel stärker und schneller entwickelt, nachdem man die Religion fallen lässt. Und zu dem, was du gesagt hast, zu dem Buch noch. Das ist genau das, wo mir auch Eindruck war. Also, es geht um John Lennox überhaupt nicht um die Wahrheit. Sondern es geht um die Bestätigung von seinem Glauben. Er hat gemerkt, dass an und für sich das wissenschaftliche Weltbild der Glaube wieder leid. Oder eben, die Wissenschaft eigentlich gut begrabt. Und weil er das nicht wahrhaben, weil das nicht mit seinem Weltbild, wo er nicht loslassen will, übereinstimmt, darum hat er es gut geschrieben. Das war mein Eindruck beim Lesen. Ja, der Hauptunterschied zwischen Wissenschaft und Religion ist, Wissenschaft ist ergebnisoffen. Ja. Das ist Religion nicht. Entweder das entspricht dem, dann wird es als Bestätigung angeschaut, das entspricht dem nicht, dann wird es auf die Seite geschrieben. Früher ist man auf den Scheiterhaufen gekommen, heute zum Glück nicht mehr. Darum sind wir ja alle da. Aber Wissenschaft ist ergebnisoffen. Ja. Und das ist Religion ganz klar nicht. Das ist die Krise und für mich ganz wesentlicher Unterschied. Das ist ein wichtiger Punkt, weil jetzt fällt mir noch die, was der Stefan vorher noch gesagt hat. Du hast nämlich gesagt, für dich ist die Frage, könnte es auch so gewesen sein? Oder? Lass die Wissenschaft im Glauben zu leiden. Das heisst, du stellst ganz eine andere Frage. Ja, meine Frage ist, was ist die Wahrheit? Und nicht, lass Wissenschaft irgendwann mit mein Weltbild zu, das ich mir schon gefasst habe. Sondern ich habe mein Weltbild eigentlich ganz nach der Wissenschaft gerichtet. Also nach dem, was ich als wahrscheinlichste Wahrheit anschaue.
Und wenn sich da meine Ansichten ändern, dann ändere ich mein Weltbild. Mir geht es nicht darum, eine gewisse Sicht zu erhalten. Sondern mein Atheismus ist eigentlich das Resultat und nicht der Anfang vom darüber nachdenken. Ja, würde ich gerne etwas vielleicht zusammenfassend dazu sagen. Mir scheint dass da bestimmte Bedürfnisse, tiefmenschliche Bedürfnisse im Spiel sind. Und ich würde es bezeichnen als Bedürfnis nach Halt und also nach Halt und im Sinne von Verstehen von psychischen und Naturphänomenen und auch wie soll ich mein Leben orientieren, wie soll ich mein Leben gestalten. Und das Bedürfnis mir zu erfüllen, habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auf einem rationellen Weg stark vorgehen und eben mich auf Wissenschaft stützen, wie du das machst, wie ich das auch mache. Wenn ich Glück habe, dass ich auch vielleicht besonders begabt bin auch im rationellen analytischen Denken und auch noch eine gute Bildung habe und einen starken Drang verspüre, würde mir das auch genügen, oder? Und, für meine Lebensorientierung. Aber nicht alle Menschen sind so gemacht, also von ihrer psychischen Konstruktion. Und das gleiche Bedürfnis nach Halt scheint es mir, dass man das auch kann, auf eine andere Art sich zu erfüllen. Zum Beispiel, indem man auch glaubt, dort, wo man auch Sachen noch nicht genug verstanden hat oder auch nicht geforscht hat. Ich bin sehr beeindruckt von dem Vortrag, aber ich kann es mir vorstellen, dass es nicht allen Leuten etwas sagt, dass sie einfach überfordert sind. Ich bin Psychologin und ich treffe selbst schon in der psychologischen Kreise ganz viel Humbug, ob schon eigentlich Neurobiologie gibt und gute wissenschaftliche Erkenntnisse, wie ein Mensch funktioniert. Und trotzdem gibt es ganz viele Anhänger von irgendwelchen veralteten Theorien. Also, ich erkläre mir es so, dass bei diesen Menschen einfach dass es zu schwierig ist, die Auseinandersetzung mit Wissenschaft, die verlangt uns einfach auch etwas ab. Und das ist nicht jedermanns seine Sache. Das ist wie relativ trocken und nüchtern, oder? Ja, genau. Und wir haben, wie Carl Sagan das erklärt, zum Beispiel in seinem Buch «Der Drache in meiner Garage». Oder? Er setzt sich sehr stark mit dem auseinander, was ist eigentlich so hinter der Religion und hinter dem Glauben zaubert. Und er sagt, wir, also Menschen haben auch Bedürfnis nach einer einfachen Erklärung der Welt. Das ist ein Bedürfnis. Und auch zum Teil auch Bedürfnis nach Magie und Wunder. Es gehört auch so zum menschlichen Dasein. Wir haben uns ein bisschen von dem schon verabschiedet, aber bei vielen ist es da. Und meiner Meinung nach, das ist der Moment, wo Glaube einsetzt. Und wenn wir das nicht einsehen, dass es um ein Grundbedürfnis auch geht, oder Funktion, die uns entweder Wissenschaft oder Religion erfüllt, können wir noch lange aneinander reden, aber wir werden nie zueinander finden. Das ja, ist so. Sehr gut. Nein, also ich zweifle nicht daran, dass du mit deinem Glauben kannst ein gutes Leben führen und wir mit unserem Unglauben können ein gutes Leben führen. Solange wir einander nicht aufs Dach hauen, weil wir unterschiedliche Ansichten sind. Das stimmt. Da bin ich der Freidenker und ihren Vorgänger sehr dankbar. Da haben sie die Kirche ein bisschen sehr sicher. Da bin ich dankbar für den Beitrag. Ich würde nur sagen, was ich unter Glauben verstehe. Glaube ist nicht einfach annehmen, sondern so viel annehmen, dass ich etwas mache, als Grund, also aufgrund von der Annahme. Zum Beispiel, wenn du denkst, man wird schon wetten und du nimmst keinen Regenschutz mit, das ist Glaube. Oder? Du nimmst es nicht nur an, sondern du handelst auch danach und du verlässt dich drauf. Und ich denke jetzt zum Beispiel, meine Frau lehrt mich. Die glaubt da. Obwohl sie da schon Sachen gemacht hat, aber nicht. Also aber dem nicht mehr das entspricht, aber ich glaube es trotzdem. Oder? Das ist jetzt für mich Glaube. Ich glaube da einfach, obwohl es nicht hundertprozentig übereinstimmt. Das ist eine Vermutung. Ja. Nein. Grundsätzliche Verständnisschwierigkeit oder ein anderes Verständnis. Weil bei mir ist das, also ich sehe es natürlich so, dass der Mensch an und für sich nie kann
Also, wenn ich sage, das Wissen kommt von der Wissenschaft, ist das zwar richtig, aber das Wissen, das wir von der Wissenschaft haben, das ist nie ein hundertprozentiges Wissen. Weil der Mensch hat ja kein Organ oder irgendetwas, das ihm einen direkten Zugang zum Wissen gibt. Der Blaise Pascal hat einmal gesagt, ich denke, also bin ich. Und dass ich denke, ist das Einzige, was ich unmittelbar denke. Pascal ist gläubig. Ist mir wurscht, aber gläubig ist der nicht. Nein, das ist nicht der Pascal. Das ist nicht der Pascal. Der ist der bei mir. Ja, das ist der. Das ist der, der sagt, ich denke, also bin ich. Und das ist das Einzige, wo wir wirklich einen unmittelbaren Zugang dazu haben. Jeder von uns weiss mit 100%, dass er selber existiert, weil jeder weiss, dass er denkt. Das ist das Einzige, was wir nicht durch unsere Augen sehen oder durch unseren Sinn aufnehmen oder durch unsere Organe tasten. Der ganze Rest der Welt. Es ist dann noch weitergegangen Geschichte. Also aber du Buchgeschäfte haben nie ein hundertprozentiges Wissen. Alles, was über ich denke, also wie ich ausgeht, ist etwas, was wir unter unsere Sinne fassen müssen. Wenn ich glaube, dass morgen wieder die Sonne aufgeht, dann ist das eben nicht einfach ein willkürlicher Glaube, sondern ist das natürlich aufgrund von der Erfahrung. Und selbstverständlich müssen wir unser Leben nach irgendetwas richten. Also wir müssen ja irgendwie handeln. Und dann müssen wir das, was wir machen, ist ständiges Abwägen von Wahrscheinlichkeiten. Ja. Also, wie hoch schätze ich die Wahrscheinlichkeit ein, dass es morgen regnet? Wenn das jetzt, sagen wir mal, mehr als 40% ist, nehme ich vielleicht den Schirm mit. Natürlich mache ich mir nicht genau den Gedanken mit den 40%. Aber es ist nicht, weil ich glaube, es könnte morgen regnen oder ich glaube, es ist morgen schön Wetter. Sondern ich versuche es einfach einzuschätzen. Aus meiner Erfahrung weiss ich, wenn es am Abend so bewölkt ist, dann ist es am anderen Morgen meistens regnerisch, zum Beispiel. Oder aus meiner Erfahrung weiss ich, wenn der Wetterbericht sagt, es regnet, dann regnet es. Aber das ist für mich kein Glaube. Das ist für mich immer noch im Bereich des umgangssprachlichen Glaubens und des religiösen Glaubens. Glauben ist, die Definition von Glauben ist, überzeugt zu sein über etwas ohne Beweise. Das ist der religiöse Glaube. Also den glaube ich nicht. Also das ist die Definition von Glauben. ich würde Beweise ein bisschen anders definieren. Aber nur zum Pascal vielleicht zum Schluss. Pascal hat gesagt, du weißt nicht, wann nach dem Tod ist die Arbeit. Also haben wir 50-50, oder? Ja. Oh, falsch. Können wir jetzt mit Pascal sprechen? So sagt der Pascal. Ich darf Pascal zitieren. Wenn du recht hast, dann kannst du es mir nicht überlegen, oder? Aber wenn ich recht habe, dann hast du ein Problem. Also mit dem Pascal Schwett habe ich mir mal in einem Artikel ausführlich auseinandergesetzt. Es ist relativ einfach, oder? Die Tatsache, dass es so viele verschiedene Religionen gibt, die alle andere Regeln haben, machen eben aus dieser vermeintlichen 50-50 Chancen. Aber für viel weniger Atheisten als Gläubige auf der Welt. Die Atheisten sind ein Jämmerl in der Minderheit. Jedes Kind, das geboren wird, ist zuerst einmal 20%. 20% ist der Wahnsinn. Bei diesen vielen Göttern, die ja schon gefunden worden sind, ist ja die Chance, dass ich ausgerechnet richtig habe. Du bist ja auch Atheist. Du bist ja auch Atheist. Ja, glaubst du an Zeus? Wenn es 3000 Götter gibt, die es mir gegeben hat in der Menschheitsgeschichte, einfach mal das annehmen, oder? Dann ist der Unterschied zwischen dir und mir, du glaubst an 2999 nicht und ich an 3000 nicht. Das ist nur eines, aber noch zwei. Das macht nicht so viel, das stimmt. Das ist überzeugend. Also die Chance, den falsch zu wünschen, ist auch noch relativ groß. Genau. Und das ist der Fehler in Pascal Sinderwind. Okay. Also es gibt in Pascal Sinderwind einen zweiten Fehler. Und das ist, dass der Pascal einfach annimmt, dass es keine Kosten gibt, wenn man glaubt. Aber das Problem ist ja, dass es, wenn es keinen Gott gibt, dann kann Glauben auch und Religion auch Kosten haben. Also, das ist etwas ganz Grundsätzliches, wenn ich meine Zeit damit verschwende, in der Kirche zu hocken, obwohl ich zum Beispiel etwas Schönes könnte mit meiner Frau oder mit meinen Freunden machen, dann ist das eine Kosten, die ich für nichts verbraucht habe. Es gibt noch höhere Kosten. Dann ist Syrien jetzt fragen, ob es höhere Kosten gibt. Und Aufwand in den Kapitalen. Genau, aber die gehen mega bewundert. Also, Glauben hat sehr höhere Kosten. Ja. Offensichtlich hat es einen gewissen Nutzen, sonst hätte es ihn nicht gegeben. Oder?
Und sich so absolut gemacht hat. Also es könnte ja sein, dass er die Atheisten super findet und dass die belohnt und dann die Gläubigen, die ihm so furchtbare Scheußlichkeiten unterstellen, wie Aufruf zum Völkermord und so, dass er die bestraft. Also wenn schon, das ist auch nicht so, dass... Das ist ja gar nicht will, dass man sich das Bild von ihm macht. Und ja, so das steht jetzt aber im Alten Testament. Genau. Aber das sind nicht, da wäre der Schock für dich. Nein, das ist sehr interessant. Ja. Und die Frage ist für mich eigentlich, merkt der Gott, dass er der Gott ist? Oder müsste er nicht sich überlegen, dass es nicht einen höheren Gott gibt? Wo, wie kann der das? Die Frage ist, ob der Gott ein Atheist ist oder mindestens ein Skeptiker, der sich überlegt, ja, muss ich jetzt auch beten? Also das wäre eine interessante Frage. Ja, könnte es nicht sein? Wenn er allmächtig ist, dann kann er ja ein Gott schaffen, oder ein Wesen schaffen, das meint, es sei Gott. Ja, wie und das gar, ist das gar nicht merkt. Und die Frage ist, könnte er nicht selber so ein Wesen sein, das getäuscht wird von einem höheren Gott und meint, er sei Gott? Und dabei ist er ihn gar nicht. Das ist ja noch schlimmer, oder? Das ist schon völlig recht. Bei den Griechen hat es Götter gegeben und über den Göttern sind Titanen gewesen. Also die Religion Götter sind quasi aus den Titanen entstanden. Also dort hat es genau so etwas gegeben, die haben das genau drin gehabt. Die Religion argumentiert dann gerne damit, dass der Mensch, wenn er meint, er hat den Überblick, er käme daraus, er verstehe die Welt zu den Grundzeugen, was man ja, wenn man Wissenschaft betreibt, denken kann, dass er dann aber nicht darauf schliessen darf, dass er alles Wesentliche schon weiss und einfach doch immer noch damit muss rechnen, dass es noch etwas gibt, wo er halt nicht erfasst, nicht verstehen kann, nicht begreifen kann, also dass Gott möglich ist. Und, aber genau der Gedanke ist ein Argument für das, was du gesagt hast, Philipp, dass eben, wenn es einen Gott gibt, der sich auch müsste überlegen und müsste sagen, Moment, ich weiss wahnsinnig viel, ich habe eine wahnsinnige Macht, aber das beweist alles nicht, dass es nicht noch etwas Größeres gibt als ich, eben ein Übergott, der ihn geschaffen hat. Also er müsste wirklich Skeptiker sein, oder ja. Dass er im Himmel sitzt und sagt, ich habe Menschen geschaffen, aber wer hat mich geschaffen? Ja. Ich höre sehr viele Menschen, dass alles muss erschaffen sein, da bin ich es. Interessant, ja. Oder was du vorhin auch gesagt hast, oder? Vielleicht haben jetzt Satanisten recht und man sollte gar nicht zum Gott beten. Nein, nicht Satanisten, aber die Gottesbilder, die Religionen entworfen haben, sind ja wirklich einfach grauhaft, oder? Ja. Da kommt noch in den Sinn, es gibt ja das berühmte Buch von Horvath, Jugend ohne Gott. Und dort sagt der Pfarrer dem Kind, es gibt nichts Schreckliches, kein grösserer Horror als Gott. Oder? Und das sagt ihm. Und also, ich meine, man muss ja nur, also wenn man jetzt die Bibel liest und auch den Koran, das ist ja einfach absolut grauenhaft, was einem da als verehrungswürdiges Wesen zugemutet wird. Also für mich ist es auch klar, oder? Wenn man jetzt nochmal objektiv annehmen Bibel könnte, es gibt die Möglichkeit, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und danach liest man dort irgendwie, wie Gott Menschen in die Sintflut entränkt hat. Man liest dort, wie Gott Plagen auf Ägypten gebracht hat. Am Pharao das Herz verstockt hat, dass er gar nicht können anders entscheiden konnte und am Schluss die kleinen Kinder umgebracht hat. Ich meine, wenn man noch sagt, gewisse Menschen sind schuldig gewesen, aber Kinder sind sicher nicht. Und wenn man sich dann überlegt und selber Kinder hat, was das für Eltern bedeutet, wenn ihre Kinder umgebracht werden. Und dann gibt es die ganzen Völkermörder und die Schwangeren, die Bücher aufgeschlitzt werden und so weiter. Da muss ich sagen, also die Bibel mag alles Mögliche sein, aber ein göttliches Buch ist garantiert nicht. Jesus, Gott will den Menschen die Sünden vergeben. Aber es funktioniert nur, wenn ein Mensch dafür eingerichtet wird. Das kann ja kein guter, liebender Gott sein. Also an Jesus sein Opfer, das ist überhaupt nichts Tolles. Wenn das wirklich so war, ist das ein fürchterlicher Gott. Dann muss man den Gott ablehnen. Wer sagt denn, dass Gott ein guter Gott muss sein? Also, ja, eben genau, aber das ist der Punkt. Ich höre jetzt da zum Beispiel. Allein. Ich höre jetzt da zum Beispiel. Aber man kann auch den Christen.
würden Sie mir gerne sagen, von welchem Gottesbild gehen Sie jetzt aus? Also schon aus der Bibel, ja. Ich nehme jetzt den Gedanken von Philipp. Das wird in der Demo, wo so wie er sich in der Bibel manifestiert. Da haben Sie schon auch noch ein Problem mit all dem gewalttätigen, dem Geistlichen, das im Neuen Testament. Also mit dem Neuen Testament weniger, mit dem Alten wird es schon schwieriger. Im Neuen ist Töll immerhin groß geworden. Gut, selbst ist relativ einfach zu sagen, oder? Es gibt eigentlich zwei Arten von Menschen, der C.S. Lewis gesagt. Die einen Menschen sagen zu Gott, dein Wille geschehe, und bei den anderen Menschen sagt Gott, dein Wille geschehe. Also wenn ihr jetzt entscheidet, also nicht mit Gott, wenn es du hast, dann respektiert Gott auch. Wenn Gott dann nicht nur er nicht ist. Wie man es auch definiert ist. Ich kann dich da vielleicht entgegnen, weil die Diskussion habe ich ja schon geführt. Also, Sie sehen es dann so, dass eben die Hölle quasi nicht etwas ist, wo Menschen real gequält werden, sondern die Hölle ist für sie quasi die Abwesenheit von Gott. Genau, ja. Also mehr, ja, auf einer anderen Ebene. Aber trotzdem, also Kreuzigung im Neuen Testament ist ja real. Genau. Das ist ein Gewalttat, ein Gewalttat. Ja, und Gott hat sie so will haben, um den Menschen können vergeben. Also, das heisst, du hast die gleiche. Es ist eben kein Bruch zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Das ist eben der gleiche, gewalttätige Gott. Das ist ja im Neuen Testament. Ich kann den Menschen nur vergeben, wenn man gut geflossen ist. Richtig, ja. So ist das. Aber weißt du, wenn du in der Stadt ziehst, ist das der Fall, der regelmäßig. Achso. Also, das ist eigentlich einfach gesagt, oder? Ja, klar, dann ist es schwierig. Mit unserem Denken. Immer, ja. Sehr aufregend. Nein, und die Frage ist, ob wir es öffentlich sagen können. Aber er ist schon am Reden. Ja, ich glaube, ein bisschen vermisst den Zusammenhang mit dem Vortrag oder so dieser Diskussion. Wir machen so durch. Ja. Ja. Also du hast ja, du kannst auch noch abstellen und dann sonst noch weiter reden. Man kann auch noch ein Glas trinken. Ja. Und du bist am Reden gewesen, bist fertig. Nein, nicht ganz, aber also, du könntest auch noch fertig. Es ist wirklich noch mit dem Vortrag. Du hast fertig gemacht. Ja. Gut, also zuerst einmal grundsätzlich ist, unser Denken, was richtig und was falsch ist, ist ja prägt. Ich würde sagen, die Evolution, ich würde eher sagen, durch Gott und die Religion, oder? Bei mir sicher, die Religion spielt mir sicher eine Rolle. Die Bibel. Und jetzt können wir mit dem geprägten Gerechtigkeitsdenken, was aus unserer Sicht richtig ist, Taten, die vor sehr langer Zeit passiert sind, und wenn es jetzt Gott gibt, halt eben jetzt im Fall der Kreuzigung von Gott gesagt ist, beurteilen. Schon ein bisschen seltsam. Finde ich jetzt zum Beispiel. Oder? Weil, also Theismus geht eigentlich von zwei einfachen Grundregeln aus. Erstens, es gibt Gott und zweitens, du bist ihn nicht. Ja, also ich hätte gesagt, wenn man recht hat, dann bin ich nicht Atheist, dann bin ich Antitheist, weil so einen Gott würde ich nicht akzeptieren. Ja, das finde ich besser eigentlich. Also, Entschuldigung, Ungerechtigkeit hat man immer schon verurteilt. Auch vor 2000 Jahren. Darum ist das keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für den Gott vom Alten Testament. Man hat also Brutalität, Gemeinheit und Gott straft ja immer wieder die Unschuldigen. Nicht? Das ist immer schon verurteilt worden. Das ist nicht einfach jetzt eine moralische Mode, die wir irgendwie vor 100 Jahren entdeckt haben. Also so menschlich, so logisch und normal sind Menschen immer schon gesehen, dass sie sinnlose Brutalität verurteilt haben. Dass sie es dann gleich wieder auch begangen haben, steht auf einer anderen, von einer anderen Seite. Aber man kann nicht einfach sagen, ja, früher ist auch Brutalität allgemein akzeptiert gewesen. Es hat, nein, es hat auch früher natürlich Überlegungen zur Moral gegeben und Ethik und Gesetz und Strafe für Verbrechen. Also das ist nicht etwas, was wir erst heute erfunden haben. Dass man nicht einfach sinnlos andere vermorden und so weiter. Ja, ich habe noch etwas weg von dem Thema. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt so hin und her und wir kommen eigentlich nicht zueinander. So müssen wir ja schon. Ich habe zu deinem Vortrag nur eine kleine Anmerkung. Und zwar hast du im Verlauf gesagt, weil die Natur ist perfekt. Und das ist ja häufig auch eine Argumentation von Leuten, die Gott glauben. Aber die Natur ist eben nicht perfekt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mein Skript geschrieben habe. Ja, die habe ich unterschrieben. Nein, die habe ich nicht unterschrieben. Also wenn ich es gesagt habe, habe ich einen Fehler gesagt. Ich habe das nicht gehört. Nein, das ist recht. Im Gegenteil, oder? Die Natur macht sehr viele Fehler.
Und das ist, für mich ist das auch wieder ein Hinweis, oder? Ein Gott, der etwas schafft, dann wäre es perfekter, dann gibt es weniger Fehler. Also, je nachdem, wie ein perfekter Gott ist, aber wenn es ein perfekter Gott ist, dann gibt es eigentlich keine Fehler. Und die Natur hat ja so viele Fehler, um so viele Sachen ausprobieren. Und dann geht es mal in die Richtung und in die andere. Das ist für mich schon ein klarer Hinweis. Der Ding ist schon falsch, oder? Die Natur macht weder Fehler noch keine Fehler. Die Natur ist Natur. Und das ist eben auch ein Grund vom religiösen Herrn, oder? Wenn du das Alte Testament, du kannst die Bibel durchlesen. Es gibt immer gut und böse, gut und böse, gut und böse. Es gibt nichts zwischendurch. Mhm. Entweder das ist etwas schlecht, das ist etwas nicht schlecht. Die Natur hat kein gut und böse. Mhm. Das ist einfach Natur. Das sind die natürlichen Gesetze. Die können wir zwar werten, die Möglichkeit haben, aber das ist sinnlos. Das ist ja einer von denen. Natur ist weder gut noch böse, ist weder schlecht noch nicht schlecht. Natur ist natürlich. Ein Erdbeben, klar ist es für uns Menschen natürlich schlecht, wenn wir drin in ein Haus umkommen. Aber Nein, das ist nicht mehr so gemeint, also Meditationen, die im Streben oder nicht zu überlegen. Nein, generell. Natur ist einfach Natur. Ja, aber es gibt ja Zweckmäßiges und Unzweckmäßiges. Und so ein perfekter Gott würde sicher alles so machen, dass es zweckmäßig ist. Und da gibt ja der Dawkins ein schönes Beispiel, wie da mit der Giraffe, wo, also es ist, man könnte auch andere Tiere nehmen, wo irgendein Nerv bis zum Herz, also ein Nerv, der für den Kehlkopf wichtig ist, der geht bis zum Herz, aber macht da ein paar Schlaufen und geht dann wieder rauf zum Kehlkopf. Das würde kein vernünftiger Baumeister würde bis so sein. Der Mensch müsste schon umgehen. Das kann man das verstehen, wenn man sieht, dass wir über alle den Fisch kommen, oder? Weil dort ist alles ganz nah beieinander. Was ich da ja kritisiert habe, ist, das geht auch in die Richtung, oder? Das ist das, was er fragt nach dem Sinn. Und er sagt, die Wissenschaft kann den Sinn nicht erklären. Aber genau die Sinnfrage ist eigentlich etwas, das nur in Intelligenz leben kann, wie der Mensch stellen. Und du hast jetzt gesagt, Zweck. Ein Zweck ist nicht für sich, sondern ein Zweck ist immer ein Zweck für etwas. Oder etwas ist gut oder schlecht. Etwas ist nicht einfach gut oder schlecht per se, sondern etwas ist gut oder schlecht für etwas. Also es braucht immer ein Objekt. Da. Und ohne Objekt, also sprich, bevor es überhaupt Menschen gegeben hat, sind all die Fragen irrelevant gewesen. Erster Mensch bringt die Frage. Also ich würde noch gerne fragen, was Sie denn für wirklich konkrete Beweise sehen würden. Sie sehen sicher nicht das Deist, denn wir reden jetzt da eher von Deismus, also oder im Vortrag so eine Kraft am Anfang vom Urknall, wo wir vielleicht sogar mit naturwissenschaftlichen Mitteln erklären, aber Sie sehen sicher als Deist, oder? Also, absolut, und da würde ich schon noch gerne hören, was Sie denn da wirklich fühlen. Sie sagen ja, Sie glauben, also, Sie glauben nicht ohne Beweis, Ich brauche keinen Beweis zum Glauben. Ich will eigentlich mehr wissen, gibt es von der Wissenschaft her mindestens Hinweise, die sagen, doch, es ist möglich. Also, ich will nicht einen Glauben, der sämtlicher Vernunft widerspricht. Damit fällt die nicht vertreten. Ich glaube, das täuscht und ich glaube, der zeigt auch die Wissenschaft, Geschichte zum Beispiel, dass es immer wieder gläubige Leute gibt, vor allem Christen und Juden, aber auch aus anderen Religionen, die hervorragende Leistungen gebracht haben. Also es ist offensichtlich möglich zu glauben und gleichzeitig genial zu denken. Oder? Und da langen wir eigentlich. Oder? Wieso, dass ich glaube, ist nicht aufgrund von Beweis, sondern das ist mehr aufgrund von Erlebnissen zum Beispiel, die ich gemacht habe. Ich lese die Bibel und merke Leck und dann probiere ich vielleicht auch aus. Also es ist nicht strenge Empirik, aber doch, wenn ich sie die richtig, oder? Ich probiere dann da und merke, hey, da geht es tatsächlich. Das passiert ja wirklich, oder? Und solche Erlebnisse habe ich Haufen gemacht. Mein Leben hat sich mega verändert, das wäre ein weiterer Punkt. Ist auch kein Beweis. Aber ich kenne so viele Leute, die sich so dramatisch positiv verändert haben durch den Glauben, dass ich einfach muss sagen, hey, sorry, ich will einfach überlegen. Entschuldigung, natürlich ist das kein wissenschaftlicher Beweis, aber es zeigt, dass der Glaube eine mega Kraft hat. Also, ich würde und positiv verändert. Wirklich positiv. Das ist psychologisch. Das ist die Einzige, es gibt ja auch Tausende von Leuten, die zum Mörder geworden sind, durch den Glauben. Das Gefühl, wenn man ihnen eingeredet hat, sie müssen andere umbringen. Gut, aber jetzt, ich darf vor allem fürs Christentum argumentieren. Oder nehmen wir jetzt zum Beispiel Kreuzfahrer. Da werden so Beispiele häufig angeführt. Kreuzfahrer haben erstens gegen die Lehre von Jesus verstoßen und gegen sein Vorbild. Die Frage ist dann, ob da wirklich Christen gewesen, oder? Also ich stelle die Frage, ich behaupte jemand, der einem Religionsgründer exakt das Gegenteil macht, was er gesagt hat und sein Vorbild überhaupt nicht befolgt. Kann man den noch Christen nennen? Ich würde sagen, nein, sie haben sich schon als Christ bezeichnet. Das ist im Namen vom Christentum passiert, aber aus meiner Definition sind da keine gewesen.
Darum weiss man eigentlich fast nichts von, also man hat ja keine Lehre, man hat ja keinen Text, wo der Christus, ja, wo es vielleicht nie gegeben hat, geschrieben hat. Und darum ist die Aussage natürlich auch problematisch. Also, man weiß ja gar keine Rolle. Jeder Theologe erfunden wird von Jesus. Jeder Theologe wird Ihnen, also die Katholischen dürfen nicht forschen, aber die anderen werden Ihnen sagen, dass man praktisch nichts weiss über die Jesusfigur. So, dass es, also, ist also völlig in die Situation. Ich habe nach dem Buch gelesen, ein mehrhundertseitiges, wo die Fakten und so ziemlich gut anlegt. Über die Faktenlage von Jesus gibt es, was hat er gesagt, wer haben sie geschrieben, wen haben sie es aufgeschrieben. Und also, wenn man ihn anzweifelt, dann können sie das ganze Altertum vergessen. Historisch ist es nicht unbedingt, aber es gibt eben zwei, oder? Es gibt den Jesus, was die Evangelisten daraus gemacht haben, und es gibt allenfalls den Sektengründer, oder was immer Jesus dann war, den Wanderprediger, wo vielleicht da von, ich glaube, wahrscheinlich, wie man es heute sieht, auch mal gelebt hat. Aber das sind zwei verschiedene Bilder, oder? Das ist irgendwie, wie wenn man in 50 Jahren... Dann müssen wir jetzt belegen, dass da zwei verschiedene Bilder sind. Ja, das ist, ich als Beispiel vielleicht, oder? Das ist, wie wenn man in 50 Jahren aufschreibt, was zum Beispiel Nuriella gesagt hat. Da kommt wahrscheinlich etwas völlig anderes raus, als was sie irgendwie heute tatsächlich gelebt hat. Und dann wird sie, später wird man so wieder einfach verklärt. Hast du etwas gesagt? Ja, ich will nur meinen, wenn man jetzt Jesus betrachtet im Sinne von Literaturkritik, ich habe ziemlich viele verschiedene Bücher gelesen, und wenn man dann das Neue Testament liest, ich würde meinen, es ist ein relativ klarer Stil, wo da rauskommt, und das, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der einfach völlig erfunden ist. Also jetzt auch als Atheist muss ich sagen, die Person hat es doch gegeben, und die hat die Wörter mehr oder weniger so gesagt, und zwar ziemlich genau so gesagt. Also ich kann einen Shakespeare unterscheiden von Heinrich Böll, und ich merke, das sind verschiedene Stile, und einfach der Stil, den der Jesus nach Schilderung hatte, das passt so schön zusammen. Und dann gibt es ein paar Sprüche, die nicht recht reinpassen und so. Und ich habe sicher ein anderes Bild von Jesus als Sie, aber ich würde meinen, das kann man. Bei Shakespeare wird auch überlegt, sind das nicht drei Frauen gewesen. Also, es gibt immer jemanden, der sagt, ja, es war anders gewesen. Aber ich würde jetzt meinen. Ich frage mich einfach, wieso die protestantische Theologie, und das ist ja nicht eine Theologie von Atheisten, sondern von protestantisch Gläubigen, wieso die protestantische Theologie praktisch einhellig zum Schluss kommt, dass man vielleicht zwei oder drei Aussagen als echt kann anlegen im Neuen Testament. Abgesehen davon gibt es auch genug Widersprüche. Es gibt ja im Neuen Testament, es gibt ja sehr sanfte Friedliebende, von denen verstehe ich sie. Es gibt sehr humane Äußerungen, es gibt aber auch ganz brutale, menschenverachtende Äußerungen. Also, sodass man von dort her schon nicht kann sagen, dass das ein Stil oder eine Person. Gut, Menschen sind widersprüchlich, aber einfach die Widersprüche, die Widersprüchlichkeit im Charakter von Jesus, wo bald menschenfreundlich ist und bald ein Menschenhasser auftritt, das kann ich schwer unter einen Hut bringen. Und die Zeugnisse, eben, es ist schon angesprochen worden, die sind alle so spät, dass man eigentlich, das Wahrscheinlichste ist, dass das eine Romanfigur ist, wie der Wilhelm Tell, den man auch erfunden hat, weil man hat einen Stifter gebraucht, man hat eine Identifikationsfigur gebraucht, und so haben auch die Leute mit einer religiösen Bedürfnisidentifikation. Es gibt einfach kein, abgesehen von den Evangelien, die über 100 Jahre später erst geschrieben worden sind und von dort her schon glaubwürdig sind, es gibt kein Zeugnis für den Mann, der so Grosses geleistet hat, aber dort trotzdem völlig unbekannt war. Und die heidnischen Zeugnisse, die immer wieder abgeführt werden, vor allem von den katholischen Kirche, die sind ja alle schon längst als Fälschungen von der Wissenschaft. Also, wobei, die Evangelisten, die haben ja zur Zeit von Jesus gelebt. Nein, 50 Jahre später. Ich weiß es überhaupt nicht. Nur der Paulus, der könnte ihn kennt haben. Die Evangelisten sind alle Augenzeugen. Aber nein. Die sogenannten Radikaltheologen, das ist eine Theologenschule, das sind Leute, oder? Die Radikaltheologen von den Niederlanden, die haben ein Buch gelesen, die haben also sehr gute Argumente dafür gebracht, dass der Paulus eben nicht zur Zeit von Jesus oder ein bisschen später gelebt hat, sondern auch
Also dass es der Paulus im eigentlichen Sinn gar nicht hat, sondern dass das jemand war, der auch 100, 130 Jahre später geschrieben hat. Und dann fehlt natürlich jeder Anspruch, also man hat, es ist dann der Tod, man kann dann überhaupt nicht mehr sagen, es gibt irgendein Zeugnis, ein zeitgenössisches Zeugnis für das Auftreten von dem Prophet, wo sich übrigens als falscher Prophet erwiesen hat. Weil das Reich Gottes ist ja nicht gekommen, wir wissen. Das, was er versprochen hat, ist ja nicht gekommen. Das Reich Gottes hat ja Jesus gesagt. Im Gegenteil, Jerusalem ist ja mehr oder weniger gemacht worden von den Römern. Gut, ja, du hast natürlich gesagt, das ist ein Argument, und das andere ist, dass die Bibel aus ganz vielen Schriften ja irgendwann einmal zusammengesetzt oder so ist. Und dass es ganz viele apokryphe Schriften gibt, wo nicht dem Jesusbild entsprechend durch die Bibel drin ist. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Also kann man wahrscheinlich nicht sagen, weil es irgendwie konsistent ist im Neuen Testament. Das sei auch ein Beweis, dass es Jesus in dieser Form oder so, wie er da beschrieben ist, gegeben hat. Wenn man die eben so Schriften, die nicht in Kanon gekommen sind, liest, dann hat es da ganz, ganz viel Widerspruch. Es gibt für mich noch ein anderes Argument, warum sie Jesus gegeben hat. Und zwar, wie er geschildert wird, gerade mit diesen Widersprüchen, er hat einen Haufen Aussagen, die in der Bibel stehen, von Jesus, die ihm zugeschrieben werden, die nicht zum Urchristentum passen. Es kommt eine gewisse Familienfindlichkeit vor, Hass fast gegen Mutter. Ich schreibe in meinem Buch, er hat sich wahrscheinlich über nichts mehr gewundert, als dass die Maria nachher als Heilige verehrt wird. Das hätte er wahrscheinlich sehr seltsam gefunden, so wie er geschildert wird. Und ich würde meinen, es gibt ein sehr konsistenzpsychologisches Bild. Mit all diesen Widersprüchen, es gibt widersprüchliche Menschen, und das ist auch eine Interpretation, oder? Ich will nicht sagen, so ist es, sondern ich probiere mir zu sagen, es könnte ganz anders sein, als er geschildert wird. Ja. Und da wird jetzt auch noch viel der Gegensatz gemacht zwischen Religion und dem eher trockenen Wissenschaft und Religion, die quasi für viele Leute sinnstiftend ist. Aber man muss ja auch sagen, es gibt dann immer zum Beispiel Philosophie, die auch sehr sinnstiftend ist. Also ich setze mich mega mit Existenzialisten auseinander und finde das sehr spannend. Und zum Sinn im Leben haben braucht es nicht zwingend eine Religion, sondern eine moralische, ethische Anleitung kann auch eine philosophische Schrift sein. Gegenteil irgendwie. Ich finde, das Leben macht mehr Sinn, als es keinen Gott gibt. Ja gut, das sind dann Aussätze. Aber jetzt die Frage. Wollt ihr gerne noch ein bisschen weiter diskutieren? Es ist relativ spät geworden in der Zwischenzeit. Wollt ihr dann noch ein bisschen frei diskutieren? Oder sollen wir da abschließen? Dann machen wir da den Abschluss. Ich danke euch fürs Kopf. Ich danke dir für die Vorstellung.